Spöri, du bist dir gewohnt, mit so vielen grossen Orchestern auf der Welt schon aufzutreten. Du bist dir gewohnt, mit Profis zusammenzuarbeiten. Was macht denn hier die Probenarbeit so speziell? Das ist jetzt natürlich ganz speziell, dass wir heute zum Beispiel das erste Mal alles zusammenbringen. Das heisst, wir haben den Chor beieinander, wir haben das Orchester beieinander und die internationalen Solisten, die jetzt eine Woche lang hier intensiv geprobt haben. Und jetzt ist die grosse Frage, wie klappt das heute Abend? St. Petersburg ist ein junges Weltklasseorchester, das 1988 aus den besten Studenten und Studentinnen des Leningrader Konservatoriums gebildet wurde. Ein 34-jähriger, also auch junger Gastdirigent, kam aus der Schweiz dorthin und der, Andreas Spörri heißt er, wollte das Orchester jetzt durch die Schweiz führen. Sie muss es wissen, die Russin Maria Malischkina ist Cellistin bei den Kameraden St. Petersburg und hat schon unter Spitzendirigenten wie zum Beispiel Yehudi Menuhin gespielt. Im Oktober macht die Kameraden St. Petersburg eine Schweizer Tournee mit dem Badener Dirigent Andreas Spörri. Andreas.
die verstanden haben, dass klassische Musik Классическая музыка должна прийти к народу. Таким образом, мы ищем новых слушателей. Вот и решили мы с друзьями превратить эту олимпийскую деревню в музыкальные школы в Базеле. С тех пор я слежу за его карьерой с большим интересом. Идея Андреаса замечательна. И поэтому я сразу откликнулся на его предложение приехать сюда и выступить. Этот уважаемый господин не только один из известнейших в Европе солистов, но он еще и директор единственного в мире музея трубы.